Hör mal, Bibi, was hier in der Zeitschrift steht. Reiterhof des Jahres gesucht. Der Sieger des Wettbewerbs wird mit 5 Sternen ausgezeichnet. Bewertet werden der Zustand und die Ausstattung des Hofes, das Reitangebot, das Wohlbefinden der Gäste, die Bekanntheit des Hofes sowie das Angebot an Spaß und Unterhaltung. Klingt aufregend, Tina! Um sich ein realistisches Bild von den Höfen machen zu können, wird von unserer Fachjury ein Fragebogen erarbeitet und jeweils einem Feriengast mitgegeben. Verdeckte Ermittler sozusagen. Wie spannend! Ach, Bibi, Reiterhof des Jahres. Das wäre ein klasse Titel für den Martinshof. Aber so wie unser Hof im Moment aussieht, ist mit ihm kein Preis zu gewinnen. Da hast du recht. Dann müssen wir den Martinshof eben auf Vordermann bringen. Ja, wieso eigentlich nicht? Lass uns mal mit Mutti reden. Und ihr beiden meint, ihr schafft das? Ich meine, die Renovierungsarbeiten, die ganze Organisation. Also ich kann nur eingeschränkt mithelfen. Ich habe mit dem Versorgen der Pferde und den anderen Aufgaben genügend zu tun. Ihr wisst ja, wenn der Martinshof auf einem der letzten Plätze rangiert, dann schadet uns das sehr. Wir schaffen das, du kannst uns vertrauen. Und Holger wird mit Sicherheit auch mithelfen. Einen Versuch ist es allerdings wert. Also gut, wir schicken eine Bewerbung ab. Yippie! Los, Tina, lass uns sofort anfangen. Du hast recht, Bibi. Es gibt viel zu tun. Also gut, womit wollen wir anfangen, Bibi? Vielleicht sollten wir erstmal das Haus neu anstreichen. Ein bisschen frische Farbe wirkt manchmal Wunder. Das Haus ist aber ganz schön hoch. Wie sollen wir da überall rankommen? Lass mich mal machen, Tina. Ene Mene wach geküsst, vor der Wand steht ein Gerüst. Hex, Hex! Damit der Martinshof schöner aussieht, muss die komplette Fassade gestrichen werden. Mit den Pfeiltasten deiner Tastatur kannst du Bibis Bewegungen auf dem Gerüst steuern. Hindernisse überspringt sie, wenn du auf die Leertaste drückst. Achte darauf, dass Bibi nicht über leere Farbeimer oder andere Hindernisse im Gerüst stolpert oder mit Tina zusammenstößt. Sie sollte auch nicht zu oft von heruntertropfender Farbe getroffen werden. Bibi malt nur dann, wenn sie genug Farbe dabei hat, was du an dieser Anzeige ablesen kannst. Neue Farbe bekommt sie, indem sie die vollen Farbeimer einsammelt. Je schneller Bibi fertig wird, desto mehr Punkte gibt es. Na dann, viel Erfolg!
So was Dummes. Auweia. Hey, aufpassen! Das war gute Teamarbeit, Bibi. Hallo Tina, hallo Bibi. Wir bewundern gerade die frisch gestrichene Fassade. Das habt ihr ja wirklich toll hingekriegt. Oh, danke. Aber Sie sind bestimmt nicht nur hier, um unsere Fassade zu bewundern, oder? Keine Sorge. Mit den Pferden ist alles in Ordnung. Ich habe gerade deine Mutter gebeten, vorübergehend ein Waisenfohlen aufzunehmen. Tja, aber ich fürchte, da wird nichts draus. Ich kann mich beim besten Willen nicht um ein zusätzliches Fohlen kümmern. Und euch möchte ich das auch nicht zumuten. Schließlich habt ihr wegen des Wettbewerbs überhaupt keine Zeit. Für die Pflege eines süßen Fohlens haben wir immer genug Zeit. Stimmt's, Bibi? Ihr seid echt pferdeverrückt. Na, schöner Eichhorn. Sie können das Fohlen heute Nachmittag vorbeibringen. Kommen Sie, Herr Eichhorn. Ich zeige Ihnen die Box, in der Sie das Fohlen einquartieren können. Und was machen wir jetzt? Wollen wir mal nach der Post sehen? Guck mal, Bibi. Der neue Deko-Katalog ist angekommen. Klasse! Daraus können wir bestimmt super Sachen für die Gästezimmer bestellen. Wow, echt schön. Tolle Farben. Hey, wie wär's, wenn wir CD-Player in die Gästezimmer stellen? Ich fürchte, das können wir uns nicht leisten, Bibi. Der CD-Player ist ganz schön teuer. Vielleicht könnten wir Blumen pflücken und sie in Falkenstein verkaufen. Mensch, Bibi, das ist ja die Idee! Lass uns mal nach den Zimmern gucken, Bibi. Schließlich kommen morgen unsere Feriengäste. Mit welchem Zimmer wollen wir anfangen? Hier gibt's wirklich allerhand zu tun. Hier findest du Dinge, die du für die Verschönerung der Gästezimmer bestellen kannst. Du wählst einen Artikel aus, indem du ihn mit deiner Maus anklickst. Um zu bestellen, klicke dann auf diesen Button. War deine Bestellung erfolgreich, findest du den Artikel in deiner Deko-Box. Jeder Artikel hat einen bestimmten Wert. Du kannst ihn nur bestellen, wenn du vorher genügend Punkte erspielt hast. Möchtest du das bestellen? Dann klicke auf den Warenkorb. Um sich einen CD-Player oder Musik-CDs leisten zu können, müssen Bibi und Tina genügend Blumensträuße verkauft haben. Hier kannst du sehen, ob die Punkte schon für einen CD-Player ausreichen.
Wenn du hier klickst, kommst du wieder zurück. Komm, wir gehen. Jetzt müssen wir nur noch für ein gutes Programm sorgen. Schließlich wird auch das Reitangebot bewertet. Wir könnten einen Ausritt in die Umgebung anbieten. Super Idee! Das müssen wir aber gut vorbereiten. Die Route darf für Anfänger nicht zu schwer sein. Aber es darf auch nicht langweilig werden. Komm, lass uns die Pferde holen, um die beste Route zusammenzustellen. Darf ich vorstellen? Unser neuer Gast, Piccolino. Oh, ist der süß! Aber ziemlich schüchtern. Kein Wunder. Er kennt uns ja noch gar nicht. Aber wenn ihr euch regelmäßig um ihn kümmert, wird er sich schnell an euch gewöhnen. Vielleicht hat er Hunger. Ich glaube, der Kleine ist gut bei euch aufgehoben. Dann können Holger und ich uns ja um andere Sachen kümmern. Kommst du, Holger? Na klar. So, mein Süßer, jetzt kriegst du was Feines. Na, Kleiner? Hab keine Angst, jetzt gibt's gleich was Leckeres für dich. Möchtest du Bibi und Tina dabei helfen, den kleinen Piccolino zu pflegen? Das ist gar nicht so einfach, denn das Waisenfohlen ist noch ziemlich schüchtern und schreckhaft. Trotzdem gibt es viel zu tun. Zuerst muss die Box immer in einem sauberen Zustand sein. Dann muss das Fohlen regelmäßig mit der Flasche gefüttert werden. Die Milch muss unbedingt die richtige Temperatur haben. Nach dem Füttern muss die Milchflasche gründlich gereinigt werden. Wenn das Fohlen schon ein wenig Vertrauen gefasst hat, kann es auch gestreichelt werden. Später soll ihm sogar das erste Mal ein Halfter umgelegt und das Fell gebürstet werden. Alle Aktionen werden ausgelöst, indem du auf einen dieser Buttons klickst. Pass gut auf, was Bibi und Tina vorschlagen, denn es ist wichtig, den richtigen Zeitpunkt für die einzelnen Arbeitsschritte zu finden. Viel Spaß und viel Erfolg bei der Pflege des kleinen Fohlens. Sieh mal, Holger hat das Fläschchen schon vorbereitet. Wir müssen ganz genau darauf achten, dass die Milch die richtige Temperatur hat. Sie darf nicht zu kalt und nicht zu heiß sein, sondern sollte genau der Körpertemperatur des Fohlens entsprechen. Und die liegt bei 38 Grad, stimmt's? Stimmt genau. Und wie können wir die richtige Temperatur einstellen? Ganz einfach. Das Thermometer zeigt die aktuelle Temperatur an. Ist die Milch zu kalt, stellst du sie in ein warmes Wasserbad. Das ist in diesem roten Töpfchen. Und wenn sie zu warm ist, kommt sie in das Blaue. Genau. Hier wird die Milch erwärmt. Das Fläschchen ist zu kalt. Super. Die Milch hat exakt die richtige Temperatur. Die wird dir schmecken, Piccolino. Oh, da hat aber einer Riesenhunger. Tina, sieh mal. Wie niedlich. Jetzt müssen wir nur noch das Fläschchen ausspülen. Hygiene ist sehr wichtig bei der Aufzucht eines Fohlens. Die Fläschchen müssen nach jeder Mahlzeit gründlich gereinigt werden. Zuerst mit Spülmittel in heißem Wasser, danach mit klarem Wasser nachspülen. Und jetzt unter den Wasserhahn damit. Das müsste reichen. So, das hätten wir. Ich würde Piccolino ja zu gerne mal streicheln. Damit sollten wir noch etwas warten. Das Fohlen muss sich erst mal an uns Menschen gewöhnen. Du kannst ihn aber mal an deiner Hand schnuppern lassen. Hab keine Angst, kleines Fohlen. Siehst du? Er ist schon ein bisschen neugierig. Wir sind fertig. Lass uns gehen.
Hallo Tina, hallo Bibi. Oh, ihr habt ja einen neuen Stallbewohner. Nur vorübergehend. Das ist Piccolino. Du kommst gerade rechtzeitig, Alex. Wir wollten einen Ausritt machen, um eine Reittour für die Feriengäste vorzubereiten. Super! Ich komme gerne mit. Na los, auf die Pferde! Bibi, Tina und Alex erkunden die Gegend, um eine Reittour zu planen. Tina reitet vorneweg und Alex bildet das Schlusslicht. Achte darauf, dass Bibi auf Sabrina mit keinem von beiden zusammenstößt. Sie darf also nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam reiten. Sabrinas Bewegungen steuerst du, indem du in einem regelmäßigen Rhythmus auf die Leertaste drückst. Manchmal ändert Tina jedoch die Gangart ihres Pferdes. Dann sollte auch Bibi schnell die Gangart wechseln. Das macht sie, wenn du auf den entsprechenden Button klickst. Wenn Tina oder Alex etwas Spannendes entdecken, sollte Bibi schnell ein Foto davon machen. Klicke dazu auf diesen Button. Bist du bereit? Und los geht's! Trab. Galopp. Ho, Amadeus, Trab. Achtung, Schritt. Traben. Wow, das sieht ja klasse aus. Hü, Amadeus, Galopp. Traben. Auch ein tolles Fotomotiv. Und jetzt im Galopp. Juhu! Oh, ist das schön. Trab. Achtung, Schritt. Guck mal, Bibi. Das solltest du unbedingt fotografieren. Trab. Hey, sieht man da drüben. Schritt. Trab. Galopp. Ho, Amadeus. Trab. Achtung. Schritt. Traben. Wow, das sieht ja klasse aus. Das wird eine super Reittour. Der Ausritt hat sich echt gelohnt. Stimmt. Wir werden unseren Gästen eine super Reittour anbieten können. Ich freue mich schon auf morgen. Ich auch. Das darf doch nicht wahr sein. Die schöne, frisch gestrichene Wand. Wir müssen das schnell wieder in Ordnung bringen, Bibi. Mutti und Holger sind schon unterwegs zum Bahnhof in Falkenstein, um die Feriengäste abzuholen. Und der Hof soll doch einen guten Eindruck machen, oder?
klasse. Herzlich willkommen auf dem Martinshof. Danke. Ich bin Tina. Und ich bin Bibi. Schön, dass ihr da seid. Hoffentlich gefällt es euch bei uns. Mal sehen. Ich wollte eigentlich lieber ans Meer fahren, aber meine Eltern haben darauf bestanden, dass ich reiten lerne. Na toll. Ach komm, wir machen das Beste draus. Wie heißt du denn? Kevin. Ich bin Jacqueline. Ihr solltet gleich wissen, dass ich eine sehr gute Reiterin bin und sehr hohe Erwartungen habe. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass wir deinen Ansprüchen gerecht werden. Und wie heißt du? Wer? Ich? Ich heiße Lukas. Es ist sehr schön hier. Hallo Bibi, hallo Tina. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Alessa. Kommt, ich zeig euch die Zimmer. Ach, könntet ihr bitte für unsere Gäste Gemüse ernten und den Speiseplan für diese Woche zusammenstellen? Und Piccolino nicht vergessen. Na klar, Mutti. Alessa wirkt super nett. Finde ich auch. Ganz im Gegensatz zu diesem Kevin. So ein Muffel. Hoffentlich hat der nicht den Fragebogen für den Wettbewerb bekommen. Glaube ich nicht. Das würde der nie freiwillig machen. Apropos freiwillig, womit wollen wir anfangen? Komm in den Garten. Wow! Das Grünzeug ist ja mächtig gewachsen. Ja, hier gibt's viel zu tun. An die Arbeit. Für die Feriengäste soll so viel frisches Gemüse wie möglich geerntet werden. Bewege dazu die waagerechten und senkrechten Reihen mit deiner Maus so, dass drei gleiche Gemüsesorten zusammenkommen. Diese werden dann automatisch geerntet und machen Platz für neues Gemüse. Wenn du nicht mehr weiter weißt, kannst du dir helfen lassen, indem du auf diesen Button klickst. Dafür werden dir allerdings Punkte abgezogen. Viel Spaß beim Ernten!
Geschafft. Prima. So, wäre geschafft. Was machen wir als nächstes? Tja, sollen wir jetzt den Speiseplan zusammenstellen oder wollen wir uns erstmal um unseren süßen Piccolino kümmern? Ach, ich wüsste doch zu gerne, welches Kind den Fragebogen hat. Vielleicht Jacqueline? Hoffentlich nicht. Die ist bestimmt ganz schön streng. Na und? Wir erfüllen doch höchste Ansprüche, oder etwa nicht? Stimmt, Bibi. Aber dafür müssen wir was tun. Die Mahlzeiten für unsere Gäste müssen abwechslungsreich und gesund sein. Und lecker. Na, dann zeig mal, was du kannst, Küchenfee Bibi. Auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung wird von Frau Martin viel Wert gelegt. Der Speiseplan des Martinshofes muss deshalb gut durchdacht sein. Hier findest du alle wichtigen Lebensmittel. Jeden Tag soll jedes Lebensmittel nur einmal zum Einsatz kommen. Das heißt, in jeder Reihe darf jedes nur ein einziges Mal auftauchen. Zum Glück hat Frau Martin schon einiges vorbereitet. Kannst du den Plan fertigstellen? Ziehe die Symbole für die fehlenden Lebensmittel in die richtigen Lücken im Plan. Je schneller du bist, desto mehr Punkte bekommst du. Wenn du nicht mehr weiter weißt, klicke auf diesen Button hier. Dafür gibt es allerdings Punktabzug. Viel Erfolg! Super, das wäre geschafft. Super, der Speiseplan ist komplett. Und geerntet haben wir auch schon. Jetzt müssen wir nur noch Piccolino versorgen. Na los. Worauf warten wir noch? Wenn du hier klickst, kannst du das Fohlen besuchen. Du fühlst dich schon richtig wohl in deiner Box, oder? Ja, vorausgesetzt, sie ist ausgemistet. Was, Piccolino? Ganz vorsichtig, damit sich das Fohlen nicht erschreckt. Fertig. Genau, jetzt bekommst du frisches Stroh. Und jetzt die Milch. Ah, das Fläschchen steht schon da. Auf Holger ist eben Verlass. Hier können wir das Fläschchen abkühlen. Super. Die Milch hat exakt die richtige Temperatur. Die wird dir schmecken, Piccolino. Wie süß. Na, schmeckt's dir? Jetzt müssen wir nur noch das Fläschchen ausspülen. Und jetzt unter den Wasserhahn damit.
müsste reichen. So, das hätten wir. Meinst du, ich kann das Fohlen jetzt mal streicheln? Ja, lass es uns mal ganz vorsichtig versuchen. Na, Piccolino? Brauchst keine Angst zu haben. Langsam aber sicher vertraut er uns. Vielleicht möchte es ja auch mal am Halfter schnuppern. Je eher es daran gewöhnt wird, desto besser. Sieh mal, Piccolino, das ist ein Halfter. Schnupper mal dran. Es klappt. Hier sind wir fertig. Und nun? Piccolino hat alles, was er braucht. Und was machen wir jetzt? Vielleicht sollten wir was tun, um den Martinshof bekannter zu machen. Das wird in dem Wettbewerb doch auch bewertet. Wir könnten ein Plakat machen und überall in Falkenstein aufhängen. Klasse Einfall, Bibi. Das machen wir. Dieses Buch kenne ich schon auswendig, aber vielleicht freuen sich unsere Gäste darüber. Den Roman können wir ins Gästezimmer bringen. Hast du die schon gelesen? Ja, habe ich. Jetzt entwerfen wir das schönste Plakat der Welt. Ein schönes Werbeplakat soll dabei helfen, den Martinshof bekannter zu machen. Um es zu entwerfen, ziehe die Elemente, die dir am besten gefallen, auf die Plakatfläche. Wenn du auf die Pfeile klickst, kannst du noch viel mehr Bilder, Schriftzüge und Verzierungen entdecken. Die Farben änderst du, indem du direkt auf das Element klickst, das du benutzen willst. Um das Hintergrundbild zu verändern, klicke auf diese Pfeile. Wenn du mit deinem Ergebnis zufrieden bist, dann klicke hier und Bibi und Tina werden das Plakat in Falkenstein aufhängen. Du kannst deinen Entwurf ausdrucken, indem du hier klickst. Na dann, viel Spaß! Schön! Das macht Spaß! Das wird richtig gut! Das Plakat ist super! Jetzt verschönern wir Falkenstein! Hey! Hört sofort auf, die Stadt zu verschandeln! Was ist denn das für ein Schreihals? Keine Ahnung, aber von dem lassen wir uns bestimmt nicht einschüchtern, oder? Jetzt verschönern wir Falkenstein. Hilf Bibi und Tina dabei, so viele Plakate wie möglich in Falkenstein aufzuhängen. Die Plakate dürfen allerdings nur auf freie Flächen geklebt werden. Achte darauf, andere Plakate nicht zu überkleben und verschone die Fenster der Häuser. Beachte unbedingt die Schilder, auf denen Plakatieren verboten steht.
Viel Spaß und gutes Gelingen! Na, 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 na! Nicht alles zukleistern hier! Na, 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 na! Nicht alles zukleistern hier! Sauerei! Na, 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 na! Nicht alles zukleistern hier! Also wer jetzt den Martinshof nicht kennt, der muss wirklich Tomaten auf den Augen haben. Das hat echt Spaß gemacht. Wenn nur dieser Meckerfritze nicht gewesen wäre. Was hatte der bloß dagegen, dass wir ein paar Plakate aufhängen? Ach, der hat bestimmt schlecht gefrühstückt oder so. Hat der dir etwa die Laune verdorben? Natürlich nicht. Wer zuletzt am Martinshof ist, muss den Tapezierpinsel auswaschen. Hör, Sabrina! Na, warte, Bibi. Hör, Amadeus! Diesmal hast du mich abgehängt, Bibi. Aber beim nächsten Mal gewinne ich. Träum weiter, Tina. Gute Idee. Oh, ich bin echt müde. Ich auch. Lass uns ins Bett gehen. Sagt mal, ihr habt doch gestern in Falkenstein Plakate geklebt, oder? Ja, warum? Irgendjemand hat sie wieder abgerissen. Da hängen nur noch Fetzen. Was? Das gibt's doch nicht. Da will uns jemand schaden. Aber wer? Und warum? So eine Frechheit. Ich kann gut verstehen, dass ihr euch ärgert, Kinder. Und es tut mir auch schrecklich leid, dass ihr euch die Mühe mit den Plakaten umsonst gemacht habt. Aber ihr dürft darüber nicht vergessen, euch um Piccolino zu kümmern und die Reittour durchzuführen. Das habt ihr unseren Feriengästen versprochen. Hast du das gesehen, Tina? Der hat doch garantiert den Fragebogen ausgefüllt. Ich wüsste zu gern, wie er den Martinshof bewertet. Komm in den Garten. Sollen wir dem Gemüse beim Wachsen zusehen? Komm, lass uns Blumen pflücken. Bibi und Tina möchten Blumensträuße verkaufen, damit sie sich CD-Player und CDs für die Gästezimmer leisten können. Hilfst du ihnen dabei? Du pflückst die Blumen, indem du schnell reagierst und mindestens 3 gleiche Blumen, die nebeneinander liegen, mit deiner Maus wegklickst. Nach einer Weile mischen sich sehr seltene und kostbare Blumen ins Spiel. Sobald du diese gepflückt hast, ist die Runde gewonnen und du kommst ins nächste Level. An der Anzeige links kannst du sehen, welche Blumen als nächstes wachsen werden. Klickst du auf eine Schaufel, verschwinden alle Blumen, die die gleiche Farbe wie die Schaufel haben. Wenn du es schaffst, das Spielfeld komplett leer zu räumen, bekommst du Bonuspunkte.
Macht Spaß, oder? Das reicht erstmal. Dankeschön. Hallo, wollt ihr euch zu uns setzen? Eigentlich gern, aber wir haben leider sehr viel zu tun. Oh, ihr Ärmsten. Halb so schlimm. Es macht uns ja Spaß. Wollen wir uns noch ein anderes Zimmer ansehen? Hier findest du die Dinge, mit denen du die Zimmer gemütlicher machen kannst. Klasse! Sieht gut aus. Ich denke, da kann man was draus machen. Wird immer besser. Na, wenn das nicht gut aussieht. Gute Idee. Prima. Genau mein Geschmack. Jetzt würde ich hier am liebsten einziehen. Lass uns wieder rausgehen. Hier muss dringend frischer Wind rein. Nicht schlecht. Toll! Wow! Wie schön! Wer sagt's denn?
Guck mal, Bibi, hier liegt das Buch von Lukas. Und? Was schreibt er über den Martinshof? Lies vor, Tina. Ich habe das schönste Mädchen der Welt kennengelernt und mich in sie verliebt. Sie heißt Bibi. Das ist kein Fragebogen, Bibi. Das ist ein Tagebuch. Das geht uns überhaupt nichts an. Am besten, wir legen es wieder dahin, wo wir es gefunden haben. So, und jetzt kümmern wir uns um unseren eigenen Kram. Schließlich haben wir jede Menge zu tun. Dann wollen wir mal. Ganz vorsichtig, damit sich das Fohlen nicht erschrickt. Fertig. Genau, jetzt bekommst du frisches Stroh. Und jetzt die Milch. Super, die Milch hat exakt die richtige Temperatur. Die wird dir schmecken, Piccolino. Ja, das wurde aber auch Zeit, was? Das schmeckt ihm. Lass uns abspülen gehen. Und jetzt unter den Wasserhahn damit. Das müsste reichen. Ein paar Streicheleinheiten können nicht schaden, oder? Nein, das glaube ich nicht. Und vielleicht lässt er sich ja heute mal das Halfter anlegen. Ich glaube, Piccolino kennt uns jetzt schon sehr gut. Wollen wir jetzt mal das Halfter anlegen? Sieh mal, Piccolino. Möchtest du noch mal daran schnuppern? Ruhig, ganz ruhig. Hey, prima. Wenn wir das Holger erzählen. Wir haben es geschafft. Und jetzt? Und jetzt nehmen wir es vorsichtig wieder ab. Ob er was dagegen hat, wenn wir ihn ein wenig sauber machen? Ein Versuch ist es wert. Nein, so geht es zu schnell. Er sollte erst mal daran schnuppern dürfen. Das ist nur eine Bürste. Die tut dir nichts. Die ist ganz weich. Das wird ihm gut tun. Das Fell sollte ganz sauber sein. Wir sind fertig. Wie zutraulich er geworden ist. Reiß dich los, Tina. Jetzt ist die Reittour an der Reihe. Na, dann komme ich ja wieder genau rechtzeitig. Yippie! Jetzt geht's auf die Reittour. Gar nicht so einfach, eine Tour mit so vielen Reitern durchzuführen. Hilf Bibi und Tina dabei, die Gruppe zusammenzuhalten und zum Ziel zu führen. Um den Reitern den richtigen Weg zu weisen, ziehst du mit deiner Maus verschiedene Gegenstände auf das Reitgelände. So kannst du ihnen den Weg zu gefährlichen Orten versperren und sie immer weiter in Richtung des Ausflugsziels lenken.
Achte darauf, dass kein Reiter ins Wasser fällt oder sich im Gestrüpp verfängt. Ziel ist es, alle Reiter in möglichst kurzer Zeit zum Ausflugsziel zu bewegen. Gutes Gelingen! Das hat riesigen Spaß gemacht. Ihr habt euch echt ein tolles Programm ausgedacht. Oh, danke. Nein, wir haben zu danken. Das habt ihr echt gut gemacht. Nun ja, war nicht übel. Muss ich zugeben. Ich gehe noch mal zu den Pferden auf die Koppel. Wer will mitkommen? Ich! Ich komm auch mit. Na, ich hier versauere. Bis später. Unsere Gäste sind zufrieden. Trotzdem, für 5 Sterne reicht's nicht. Stimmt, Bibi. Wir müssen noch mehr tun. Los, auf zum nächsten Zimmer. Langsam aber sicher wird's hier ziemlich gemütlich. Sieht doch schon viel besser aus. Nicht wiederzuerkennen. Das gefällt unseren Gästen super. Jetzt können unsere Gäste sogar Musik hören. Komm, wir gehen. Das Zimmer gefällt mir immer besser. Das ist wirklich toll geworden. Die Musik ist klasse. Das ist das Hofbarometer. Auf ihm kannst du ablesen, wie der Martinshof in den einzelnen Wettbewerbskategorien dasteht. Erst wenn alle Balken des Hofbarometers gefüllt sind, werden Bibi und Tina mit dem Zustand des Martinshofs zufrieden sein. Du füllst sie, indem du die Gästezimmer weiter einrichtest. Oder schau doch nochmal in deiner Spielebox vorbei. Lass uns wieder rausgehen. Sauerei! Musik
Na, 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 na! Nicht alles zukleistern hier! Das war nichts. Na, 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 na! Nicht alles zukleistern hier! Hey, da darf man nicht plakatieren! Hey, da darf man nicht plakatieren! Na, 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 na! Nicht alles zukleistern hier! Na, 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 na! Nicht alles zukleistern hier! Na, 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 na! Nicht alles zukleistern hier! Hey, da darf man nicht plakatieren! Also wer jetzt den Martinshof nicht kennt, der muss wirklich Tomaten auf den Augen haben. Jetzt haben wir wirklich getan, was wir konnten. Das kann man wohl sagen. Komm, wir gehen noch mal in den Stall und gucken nach dem Fohlen. Oh ja! Was ist denn hier los? Tina, sieh mal! Er hat die Stutenmilch ausgeschüttet. Sie waren es also, der hier alles kaputt gemacht hat. Er tut mir leid. Mein Reiterhof sollte gewinnen. Aber da bin ich wohl zu weit gegangen. Ich glaube, hier braucht jemand eine verdammt gute Erklärung. Und einen Anwalt. Ich rufe die Polizei. Reiterhof des Jahres gekürt. Aus dem landesweiten Wettbewerb ist der Martinshof als eindeutiger Sieger hervorgegangen. Das Familienunternehmen bei Falkenstein erhielt Bestnoten in allen Wettbewerbskategorien und wurde mit 5 Sternen ausgezeichnet. In ihrer Urteilsbegründung hob die Fachjury anerkennend hervor, dass die hohe Qualität von Angebot und Leistung sogar trotz wiederholter Sabotageakte gehalten werden konnte. Der Täter, Betreiber eines konkurrierenden Reiterhofs, wurde wegen unlauteren Wettbewerbs disqualifiziert. Die Redaktion bedankt sich bei allen Kindern, die so freundlich waren, die Arbeit der Jury durch das Ausfüllen eines Fragebogens zu unterstützen. Jetzt kommt's. Insbesondere danken wir Kevin Kunschke für seine ausführliche Beurteilung des Martinshofs. Kevin? Das hätte ich nie gedacht. Ich fass es nicht. Tja, der hat seinen Auftrag wirklich ernst genommen. Und sich sehr gut getarnt. Habe ich euch eigentlich schon gesagt, wie stolz ich auf euch bin? Den Titel habt ihr beiden Mädchen ganz allein geholt. Naja, nicht ganz allein. Ohne dich hätte der Martinshof niemals gewonnen. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.